Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach und in diesem Video wird es um die Anzucht und Pflege der mexikanischen Schokoladenblume gehen. Also bleibt doch dran, denn es wird sicherlich spannend, wenn wir uns einmal diese faszinierende Pflanze gemeinsam ansehen werden. Euer Pflanzencoach. Die mexikanische Schokoladenblume stammt ursprünglich, wie der Name es ja auch schon vermuten lässt, aus dem zentralamerikanischen Raum und Mexiko. Bei der mexikanischen Schokoladenblume handelt es sich um eine sehr schnellwüchsige Pflanze, die bereits im ersten Jahr eine Höhe von 1,50 Meter erreichen kann. Sie blüht sehr schön und sieht fast wie eine Sonnenblume aus mit ihren imposanten gelben Blüten. Das Besondere an der mexikanischen Schokoladenblume ist, wie der Name ebenfalls vermuten lässt, ihr intensiver Schokoladenduft, den sie in jedem Zimmer verströmt. Dieser Duft ist so intensiv, dass er nicht nur ein Zimmer, sondern das ganze Haus in einen angenehmen Schokoladenduft einhüllen kann. Die Schokoladenduftsäckchen stecken unter den Blüten, aber auch die Stängel und Blätter duften intensiv nach Schokolade. Nun darf ich gerne noch auf die Anzucht und Pflege der Schokoladenblume eingehen. So sehen die Samen der Schokoladenblume aus. Diese Pflanze kann ganzjährig im Haus gezogen werden und dazu werden die Samen in feuchter Garten- oder Pflanzenerde ca. 1 cm tief eingepflanzt. Dann hält man die Samen während der Keimung gleichmäßig feucht, beispielsweise mittels einer guten alten Sprühflasche hier. Und dann stellt man das Ganze bestenfalls schön warm und sonnig und darf sich dann nach nur wenigen Wochen darauf freuen, dass die Samen keimen. Und damit darf ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Schokolade gegessen habt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Konditoren im Internet sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Pflanzencoach.